Ja, herzlich willkommen, Marcel, das ist Vlog. Heute möchte ich euch mal zwei Messer vorstellen, denn die möchte ich ein bisschen miteinander vergleichen. Zum einen das erst erschienene Real Steel G-Slip. Ja, das heißt, es ist ein Slip-Joint-Folder. Ja, Ostapel-Design. Und dann den Bruder hier, der nachgeschossen wurde, das G-Frame. Ja, wie unerwartet, wenn das hier nach dem Verriegelungs- oder nicht vorhandenen Verriegelungsmechanismus benannt wurde, so ist dies hier natürlich auch nach einem Verriegelungsmechanismus benannt worden, nämlich hier ein Frame Lock und hier ein Slip Joint. So, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Bis gleich. Schön, dass ihr noch da seid. Ich fange mal mit dem G-Slip an. Also, das gab es in verschiedensten Farben. Ich habe mich für Orange damals entschieden. Ich finde das einfach klasse, weil egal wo man ist, man sieht's. Ja, und aufgrund der auffälligen Farbe und dem total schlichten, aber funktionalen Design, ja, ist es überhaupt nicht aggressiv. Natürlich für den deutschen Markt auch konzipiert, dass man es mitnehmen darf, ja, oder für den Londoner Markt, wie auch immer man das haben möchte. Das Design ist von Oosterpel, das ist von beiden gleich, weil wie unerwartet, ihr werdet sehen, die Messer sehen sich doch sehr, sehr ähnlich. Hier verbaut haben wir einen VG10 Stahl, der ja auch gut gehärtet ist, nie Probleme mit gehabt in irgendeiner Art und Weise. Dann haben wir hier so einen Deep Carry Drahtclip dran. Ja, orangene G10 Griffschalen. Und hier drin sind, und da sieht man, glaube ich, auch so kleine Löchchen zur Gewichtsreduzierung. Also das ganze Ding wiegt auch fast gar nichts. Ich habe jetzt die genaue Grammzahl nicht im Kopf. Ich hoffe, man könnte mir das verzeihen. Aber ich gebe natürlich einen Link unten in die Videobeschreibung und ihr könnt da gerne nachlesen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube, es gibt es nur noch in Mini. Die große Variante gibt es nicht mehr. Bin ich aber raus. Müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht. Ja, was vielen natürlich nicht schmecken wird, ist, dass hier das Heft von der Klinge raussteht. Mich persönlich hat das nie gestört. Das ist so ein sehr hosentaschenfreundliches Messer. Das G10 ist super glatt. Dementsprechend auch hier. Ja, nirgendwo ein Jimping dran. Wäre vielleicht ein Messer für Reini. Kein Jimping, ja. Aber hier halt die große Achsschraube und ansonsten ist hier wirklich nischt. Ja. Wirklich sehr, sehr cleanes Messer. Die Spearpoint Spitze sehr, sehr fein ausgeschliffen. Ja, also ist wirklich ein super schönes Messer. Ja, wie gesagt, im Waldboden, überall, auf der Straße, du siehst das immer. Außer vielleicht im Herbst, da ist Orange vielleicht nicht so cool. Aber ja, das ist es. Und tatsächlich ist es sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kommen wir zu dem Pendant, was etwas später auf den Markt gekommen ist. Hier haben wir einen Flipper dran. Ja, das ist also tatsächlich ein Einhandmesser. Was ich persönlich sehr schade finde, das hätte ich auch als Zweihandmesser konzipiert. Das gibt es leider tatsächlich nicht. Das gab es dann in Schwarz-Gold und hier in Titanfarben. Das ist auch Titan. Das Schwarz-Golden ist auch aus Titan und Messing, glaube ich. Lass mich nicht lügen. Ich weiß das nicht. Aber es sind dann doch so kleine, aber feine Unterschiede, die das Teil hier doch ein bisschen schicker machen. Zum einen halt einfach die Materialien hier
im Bereich des Griffs halt Titan mit einem Frame Lock. Ja. Und ihr seht, hier in dem Frame Lock ist eine kleine Schraube drin. Und wenn wir jetzt von der anderen Seite dagegen gucken, ja, ich versuche das mal einzufangen. Oh, dann. Na, sieht man das? Schwierig, schwierig. Ja, so ein bisschen, ne? Ah ja, okay. Ich kriege es nicht richtig drauf. Aber man sieht hier so angehaucht, dass da was ist. Und zwar ist das ein Stahl-Inlay. Ja, damit der Titanliner nicht die Klinge festhält, sondern halt dieses Stahl-Inlay. Was natürlich dafür sorgt, dass dieses Messer an der Stelle keine Verschleißspuren haben wird. Finde ich super. Intelligent gelöst, sieht auch überhaupt nicht, also die Schraube, die stört da auch nicht, so irgendwie in der Optik. Ich finde, die macht es eher noch interessanter. So, oh, was ist da denn noch? Und was ist da denn noch? Also man findet auch nach Monaten an dem Messer noch irgendwas, was einen einfach begeistert. Ja, habe ich vielleicht auch gerade vergessen, der Clip ist ja hier so ein Drahtclip, der hier eingelassen ist in diese Schlitze. Die Schlitze sind natürlich beidseitig, das heißt, es ist ein Tip-Up-Messer, was aber durchaus von Rechts- oder Linkshändern getragen werden kann. Ja. Achso, wo wir gerade am Flipper sind, hier ist dann doch sogar ein Jimping angebracht, was überhaupt nicht aggressiv ist, aber super funktional. Also es macht auch unheimlich viel Spaß, da einfach den ganzen Tag mitzuspielen, das einfach auf der Couch immer wieder aufzuflippen. Und ja, es ist halt einfach toll. Das Messer ist auch meiner Ansicht nach etwas sicherer, da wir hier ja jetzt aufgrund des Flippers natürlich einen Guard haben, was uns hier abhält. Wir haben hier auf der Klinge ein paar Jimpings angebracht, die ja so mäßig stoppen, aber immerhin mehr als bei dem Vorbild, ja, was zuerst rausgekommen ist. Hier hast du dann natürlich auch, was auch wieder für die Titan-Version spricht eigentlich, dass du hier diese runden Übergang hast. Das heißt, das Heft guckt nicht wie hier bei seinem Bruder raus. Ja, das haben wir nicht. Natürlich guckt auf der anderen Seite der Flipper raus. Wenn man das jetzt so übereinander legt, also beide Clip nach außen, dann kommt man natürlich auf eine sehr identische Höhe, wo, na, mach das anders, so rum, ja, sehr identische Höhe, so, ja, also da guckt nicht viel, ne? Wenn ihr das hier so siehst, ne? Alles für und wieder. Wem sowas hier nicht gefällt, das ist schöner. Aber ist halt, ne, das ist so diese Kompromisse, die wir in Deutschland eingehen müssen, um Messer mitnehmen zu dürfen, ist halt, dass hier so ein Heft rausguckt und einfach für das schönere Messer eigentlich, meiner Ansicht nach, ja, in Deutschland nicht führbar ist. Weil Einhandöffnung, obwohl es tatsächlich viel, viel schöner ist, viel, viel schönere Materialien hat, schöner verbaut ist. Auch hier der Clip umsetzbar. Ne? Hier sind die Einlässe davon. Die Klinge in dem G-Frame, also in dem hier, das ist in dem Falle ein N96er. Ja, auch hier im Gegensatz zu dem VG10. Erhält natürlich wesentlich länger die Schärfe. Aber ja, was soll ich sagen? 42A-konform, nicht 42A-konform. Ja, trotzdem sehr identische Messer. Also wer Sammler ist und ein bisschen irgendwie beide haben möchte, das kann ich auch gut verstehen. Ah, was hier jetzt noch auffällt, ist,
dass die Achsschraube oben natürlich auch viel, viel kleiner ist. Ja, das sieht man jetzt. Ja, ansonsten ist das aber wirklich sehr, sehr gleich. Zack. Der Griff an sich, ja, die kann man auch super übereinander legen. Das ist super identisch. Muss man halt wissen, was man haben möchte. Möchte man 42A-konformen Klapper haben oder möchte man ein nicht 42A-Spielzeug für zu Hause, was einfach cool aussieht? Ja? Ihr merkt schon, mein Herz schlägt mehr für das hier. Aber ganz ehrlich, ganz am Anfang, wo es das hier noch nicht gab, fand ich das ultra. Weil das ist halt auch so, ja, so ein Evergreen. Ja? Du kannst es jeden Tag dabei haben. Und es fühlt sich einfach gut an, wenn du es dabei hast. Du kannst damit auch rumspielen. Das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ja, falsch wäre. Übrigens, wenn es offen ist, auch dieser Drahtclip, das ist so ein bisschen Spider-Co-haftig, ne? Und man hat das Messer im Backgrip, ja, dann legt sich der Mittelfinger hier wunderschön rein. Das gleiche ist übrigens bei dem Messer auch, ja, ist auch der Mittelfinger. Ja. So, jetzt habe ich genug gequasselt, genug geschwärmt von dem einen und das andere niedergemacht. Nein, beide Messer sind sehr, sehr gut. Beide Messer haben ihr Aufgabengebiet. Schreibt mir mal, welches euch mehr jucken würde. Also, ich musste beide haben, ist halt einfach so. Aber das hier gebe ich nie wieder her. Und bei dem hier, ja, kann man sich auch anders entscheiden. So, das soll es gewesen sein. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, danke. Ich mache da und da noch ein Video rein, wenn du Bock hast, noch eins zu gucken, nochmal meine Hackfresse anzusehen, kein Problem. Immer gerne. Für alle, die neu dabei sind, ja, die sagen, oh, der Typ, der hat es drauf. Oder was ist das für Vollpfosten? Den muss ich öfter sehen. Ja, da gibt es unten so einen Button, nennt sich Abonnieren. Klickt drauf und ja, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. So, in dem Sinne, ciao, bis die Tage und wir sehen uns. Haut rein. Tschö.